übersetzt, zum Beispiel Lektionen richtig rein, die Skala der Ausbildung oder Klaus Falkenau, das sind nur einige ihrer Titel. Präsentiert vom Kosmos Verlag begrüßen wir Frau Dr. Britta Schaffmann. Ja, vielen Dank für den netten Applaus. Sie sehen, unsere drei Pferde sind Applaus gewöhnt, obwohl die natürlich eine solche Halle sehr selten sehen. Hier die kleine Stute, die Ponystute Despina, geritten von Yvonne Thyssen, ist auch im Besitz von Yvonne Thyssen und Emma Pollmann. Die war schon mal hier auf der Quintana. Der eine oder andere kennt vielleicht hier auch den anderen Kleinen hier hinten, das ist Pinocchio. Ritten von Jana Kamps und dem von Britta Becker. Man soll es kaum glauben, das ist ein Döbeler Wildpferd. Trotzdem ist er schon M-Klassier. Ist letztes Wochenende auch seine erste S gegangen. Hat es noch an zwei Ecken gehakt, aber jeder fällt mal an. Und dann haben wir hier auch noch einen Warmblüthüter, eine Warmblütstute. Amy, geritten von Margit Krohn. Ich habe die drei hier mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, wie man sich mit dem Reiten von Aufgaben eigentlich so ein bisschen einspielen kann mit dem Pferd. Und zwar nicht nur, wenn man vorhat, ein Turnier zu reiten. Das ist natürlich ganz hilfreich, wenn man eine vernünftige Prüfung reiten kann. Sondern auch, wenn man zu Hause trainiert und einfach mal wissen will, wie sieht das eigentlich aus mit meiner Hilfegebung? Bin ich eigentlich wirklich mit meinem Pferd eins? Denn ich denke, es ist immer was ganz anderes, wenn man fünf Runden reitet und dann irgendwo anhält. Oder wenn man sagt, ich versuche mal genau an diesem Punkt anzuhalten und das mit ganz, ganz, ganz leichten Hilfen. Man hört so oft, wenn besonders gute Reiter mit tollen Pferden wunderbare Prüfungen präsentieren, dass viele Zuschauer sagen, ja, wenn ich so ein Pferd hätte, dann könnte ich das auch. Ich kann immer nur sagen, da steckt ganz viel Arbeit hinter. Und natürlich auch viel Konzentration und auch ein Geschick, solche Aufgaben zu reiten. Denn in einer Aufgabe, ganz egal, ob das eine E ist oder eine L ist oder ein W, habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit. Und ich habe zu dem Thema auch gerade im Kosmos Verlag ein neues Buch herausgebracht, Aufgaben reiten leicht gemacht. Da geht es also ein bisschen darum, ich bin auch Richterin selber, was man als Richter überhaupt sehen möchte, was geritten werden soll, welche Hilfen ich gebe und welche kleinen Tricks es auch gibt, dass der Richter, und da müssen wir ja nicht alles sehen, das nicht so mitkriegt, wenn das Pferd vielleicht irgendwo schwächen hat. So, die Yvonne reitet hier gerade mit der Stute, mit der Despina, einen ganz entspannten Mittelschritt in die Runde, so die kleine Seite entlang. Yvonne, vielleicht machst du mal das, was man sehr oft falsch in der Prüfung sieht und auch für ein Training. Fass mal den Zügel so ein bisschen kürzer, bremst dein Pferd mal. Jetzt fehlt gar kein schönen verkürzten Schritt, sondern nur so wie gebremst. So, jetzt wird der Schritt schon kürzer, das Pferd, man sieht, es wird unruhig in der Anlehnung. Das stört es wirklich, weil ein bisschen Zügel länger wird, durch die Hände etwas hervor. So, und schon sieht man, das Pferd hat ganz anders die Möglichkeit, mit dem Vorderbein nach vorne auszutreten. Man nennt das auch Vorzugfuß, Schulterfreiheit und auch das Hinterbein kann es ganz anders abfußen. Margit galoppiert hier gerade mit ihrer Stute. Die Galoppade wäre mir jetzt noch ein wenig zu frei. Versuch sie mal etwas mehr zu versammeln, etwas mehr zu setzen. Ihr könnt auch ruhig genau wie gerade Jana das gerade macht, zwischendurch mal eine Diagonale reiten oder auch mal eine Schlange. Und jetzt wieder die Hand vor, Hand vor, Hand vor, Hand vor. So. Man sieht, die Stute ist hier noch so ein bisschen aufgeregt. Das ist ihr noch alles etwas suspekt. Sie bleiben bei der Reiterin. Aber die Ohren sind ganz, ganz vorne scharf. Jetzt kommen sie ein bisschen los. Genau. Das ist auch ganz wichtig, auch in einer Prüfung. Das kann immer passieren, dass das Pferd plötzlich irgendwas sieht und sich verspannt. Das sind Lebewesen, das sind Fluchtiere. Da muss ich als Reiter mit umgehen können und darf jetzt nicht sagen, ich zwinge mich da jetzt irgendwo hin, sondern muss versuchen, selbst ganz viel Ruhe auszustrahlen und dem Pferd es zu erleichtern, sich da auf den Reiter wieder einzulassen und dem zu vertrauen. Ganz genau. Sie macht das jetzt super. Sie lässt jetzt die Zügel im Galopp aus der Hand kommen. Ganz wichtige Übung immer wieder. Denn durch dieses Zügel aus der Hand kommen lassen kann erstens das Pferd sich dehnen. Und zweitens ist das auch so ein kleiner physiologischer Aspekt drin. Das Pferd wird gar nicht mehr in einen Rahmen gebracht. Es kann sich frei bewegen. So, genau.
Das fördert enorm die Losgelassenheit. Jetzt kann sie wieder etwas aufnehmen, wieder etwas mehr versammeln. Ruhig auch mal die Hand wechseln, wieder mit der inneren Hand leichter werden, wieder leichter werden. Sodass das Pferd eigentlich den Eindruck bekommt, ich könnte ja eigentlich weglaufen, aber ich brauche sie überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig. Es gibt so Reiter, die versuchen dann, das Pferd wirklich mit kurzen Zügeln überall durchzuzwingen. Und dadurch entsteht dann immer mehr Spannung im Pferd, was ja gegen seine Natur dann plötzlich arbeiten sollte. Und Sie sehen, die drei sind ganz entspannt. Jana, vielleicht zeigst du auch mal. So, komm, hier sind etwas, ein bisschen ruhiger im Tempo. So, geh ruhig mal so auf den dritten Hufschlag. Immer. Wenn man so ganz an der Wand reitet, dann sehen wir auf der anderen Seite das überhaupt nicht. Lässt ihn vielleicht mal so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen normal traben. Ein bisschen auf die Vorhand kommen. Er ist ja, wie Sie sehen, ein sehr aktiver Hinterbein, aber natürlich von der Anatomie her auch nicht gerade was geborene Drosselpferd mit einem etwas kurzen Hals. Da muss man als Reiter mit rechnen, dass so ein Pferd ab und zu ein bisschen hängen wird. Das ist ganz wichtig, immer wieder nach vorne etwas nachzutreiben, Hand vor, nachtreiben, Hand vor, dass man ihm immer wieder ermöglicht, sich vorne loszulassen. So, immer mal ein bisschen mehr aufnehmen, noch mal ein bisschen mehr Ausdruck da reintragen lassen. So ist gut. So ist gut. Ganz genau. Und schon kommt der kleine Kerl, der vorher so ein bisschen flach auf dem Vorderfüßen so patsch, patsch, patsch gelaufen ist, nach vorne, kriegt Schulterfreiheit. So. Und dann ist das wirklich eine sehr, sehr ansprechende Versammlung. So eine Versammlung so zu reiten, erfordert natürlich vorher unheimlich viel Training. Das ist etwas, was das Pferd anstrengt. Pariere ein Pferd, im Moment, sag mal so ein bisschen wie Kniebeugen, soll es hinten in den Tag etwas beugen, das ist anstrengend. Das kann man zu Hause mal machen, wenn Sie morgen früh anfangen, 10 Minuten beugen, 10 Minuten. Wissen Sie wahrscheinlich schon, was Sie getan haben, das wird wochenlang brauchen, bis Sie auch mal 250 Kniebeugen nehmen. Dann irgendwann auch ein Gewicht auf die Schulter nehmen. Sie können sich vorstellen, wie lange das braucht, bis man Kraft erst so nachher zu tragen. So, Yvonne, vielleicht trafst du mal. Und wir haben ja so ein kleines angedeutetes Viereck mit dem Rumpelpüttel in der Mitte. Soll die Mittellinie jetzt hier A darstellen. Vielleicht wendest du da hinten mal so ab, auch wie es falsch ist. Das heißt, viele Reiter gucken nach unten, reiten so ein bisschen am Punkt vorbei, viel zu groß im Bogen, fangen dann an. So, jetzt guckst du mal so. So, jetzt schießt er da rum, guckt runter, versucht irgendwie die Mittellinie zu treffen. So. Sieht man unglaublich viel auch in den Prüfungen. Schon hat man den ersten schlechten Eindruck, der getrennte Brüche, die erste vier oder fünf schon weg. Ich sage immer, auch hier gibt es einen Trick. Wenn man das nicht so ganz raus hat, so sauber abzuwenden, dass man die Mittellinie auf 100 und wirklich trifft, kann man einfach ein bisschen früher abwenden. Denn dann sieht man, oh, ich bin ein bisschen früh und kann unauffällig Richtung der Mittellinie rein. Und schon ist man drauf und es wird von vorne im Richtung. Dann gibt es einen weiteren Trick. Mit den Augen wirklich geradeaus, ich sage mal, dem Richter ins Blauauge blicken. Weil das ist eigentlich so ein Trick aus dem Tanz. Wenn ich den Blick fixiere und mich auf einen reinstelle, bin ich ganz anders im Gleichgewicht. Also wenn ich hier in der Gegend rumgucke, dann fange ich an zu kippen. Und wenn ich als Reiter in der Lage bin, mein Gleichgewicht zu halten, unterstütze ich das Pferd auch, das Gleichgewicht zu halten. Und schon trab die kleine Stute hier schnurgerade, ohne großen Aufwand, den wir die Linie entlang. So, so. So, Yvonne, galoppierst du gleich mal an. So, jetzt konnte man sehen, der Angalopp war so ganz klein ein bisschen weggestürmt, nochmal parieren zum Trab. Das würde in einer Prüfung schon einen ganz, ganz kleinen Abzug, keinen großen, aber da würde man schon sagen, der war nicht ganz gesetzt, also vom Hinterbein ausgeht. Gut. So, eine beliebte Lektion ist auch immer, wird auch viel in Prüfungen verlangt, das Überstreichen. Beim Überstreichen, aber auf der Zirkelseite, so. So, das ist für mich als Richter, ob wieder dran mit der Hand, immer ganz wichtig zu sehen, was passiert da. Das Überstreichen, da soll das Pferd im selben Tempo, im selben Rhythmus galoppieren oder auch tragen, in der Anlehnung bleiben, wieder schneller werden,
noch mit dem Kopf nach unten kippen, auch nicht sich gegen die Hand wehren. So, ganz genau. Und für mich als Reiter ist es auch ein unglaublich gutes Handwerkszeug, um mit dem Pferd mal zu kommunizieren und zu sagen, wie bist du jetzt eigentlich mit Hals im Genick? Trägst du dich selber? Ich sehe immer wieder Reiter, die dann nur ganz kurz tuk-tuk machen, so nach dem Motto, nur nicht zu viel. Im Protokoll würde dann drinstehen, nur angedeutet. Für die Reiter ist es aber eigentlich so ein Selbstbetrug. Es ist auch immer überstreichen, Zügel aus der Hand kommen lassen. Das sind so kleine Fähnchen, die mir selber als Reiter sagen, ich bin auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg. Wenn ich also reite und das Pferd beim Überstreichen plötzlich den Kopf nach oben reißt, dann weiß ich, ich habe vorher viel zu viel Druck auf dem Kiefergelenk gehabt. Und wenn dieser Druck dann endlich dem Pferd genommen wird und es frei werden kann im Kopf, dann haut es nach oben weg. Ist das Pferd aber in Selbsthaltung. Selbsthaltung heißt eigentlich nichts anderes, als dass es seinen Kopf selber hält. Also nicht die Zügel, nicht die Hand, sondern die Oberhalslinie des Pferdes hält den Kopf selber. So ist gut. So, nochmal durchpacken zum Trab, zum Margit. Vielleicht reiten Sie jetzt, reitest du mal an der langen Seite gleich mal hier einen Schulter herein, ruhig auch auf dem dritten Fuß flach, machst du hinten etwas fleißiger am Bein, ganz kurz am Bein, so und wieder vorlassen gelernt. So, ist nicht ganz losgelassen die Stute, man sieht es hier an, ist immer mal wieder kurz mit den Ohren vorne, was grundsätzlich gut ist, aber ich möchte hier Ohren spielen haben und bei ihr sieht man, die sind wie so eine Antenne nach vorne gestellt, so ist man. Nachtreiben wieder da, nachtreiben. Durch diese leichte Verspannung geht die Verspannung auch in die Rückenlinie rein. Und dann kam dann kleine Taktstörung einfach aus dieser Verspannungsmuskulatur. So, nochmal wieder. So, und jetzt mal mit der inneren Hand auch überstreichen. So, wieder überstreichen. Die wird schon abgeschlossen. Wir haben ja vier Wände, kann man auch wieder bremsen. So, wieder aufnehmen, etwas zurücknehmen. Vor der Ecke. Ecken durchhalten. Ein Riesenthema, auch in einer Aufgabe. Und natürlich im Training auch. Jede Ecke ist eine Viertelrunde. Jede Ecke ist dafür da, dass ich das Pferd kurz zurücknehme, das heißt ganz leicht pariere, also wieder diese Mini-Kniebeugen mache. Dadurch, dass ich es biege, dehne ich die Außenseite der Muskulatur, verkürze die innere. Und wenn ich das rechte Hand, linke Hand abwechselnd mache, kann ich damit sowohl das Pferd gymnastizieren, auch zu einem Muskelaufbau führen. Das war besser. Mal Mittellinie, Traversale rechts. Nicht den Blumenpott hier umschießen. So, Traversale rechts. So, Innerhand vor, leichter werden. So ist gut. So ist schön. Leichter werden. Gut. Und wieder aufnehmen nach der Traversale. Gut. Und nochmal hier Mittellinie, Traversale links. Wieder parieren, vor der Ecke parieren. In der Prüfung ist dieses Parieren auch immer sehr gut, weil man dann immer die Möglichkeit hat, die Versammlung wieder zu verschönen und auch mal so eine Verstärkung nachher vorzubereiten. Hält sich so ein bisschen fest oder dann hat sie die Ohren wieder wie eine Antenne. Wenn ich als Reiter merke, die Ohren kommen gar nicht mehr nach hinten, das Pferd hat wirklich die Antennen ausgefahren, dann kann ich auch mal ganz kurz mit dem Schenkel ganz kurz einen kleinen Impuls geben, nochmal sagen, hallo, ich bin auch hier, und wieder neu einfahren. So, gut. Das war eine sehr schöne Trabverstärkung, noch locker bei der Mittelposition dabei bleiben, ruhig auch mal eine Trabverstärkung auf der Diagonalen, dann kann das auch jeder besser sehen. Auch hier wichtig, auch in den Aufgaben. Aufnehmen, zurücknehmen. Ich will ja sowas, diese positive Körperspannung, das wäre ein etwas tiefer liegen. Wieder aufnehmen, also positiv weicher werden. Positive Körperspannung möchte ich eigentlich kurz vor der Verstärkung minimal erhöhen. Keine Verspannung in der Hand. In der Hand, wenn die guckt, in der Hand schicken. So ist gut. So, dann pariere ich gleich ruhig noch durch. Möchte ich vor einer Verstärkung etwas mit Federn zusammenpassen, dadurch entsteht in der Körper eine positive Energie. Wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich zulegen will, dann brauche ich diese positive Energie, um das rauszulassen. Viele machen den Fehler, du reißt so einfach um die Kurve und dann kommen die auf die Diagonale. Abfährt kurz im Hintern. Dann rennt es los, macht Taktfehler oder es ist auch hier an. Ich würde dann nochmal mit der Gerte marschieren. Und auch Taktfehler kann man dann das alles vermeiden. So, Jana, hier ist die Hand. Und kannst du dann vielleicht auch mal eine Kamera verstärken?
Wissen und Disziplin. Groß werden, langes Beibringen. Ein bisschen mehr Trense vorherrschen lassen. So, etwas mehr versammeln vorher. Das meinte dieser positiven Körpersprung. Etwas aufs Hinterbein setzen, weich werden oder mit der Hand rein. Schneller weich werden. Auf jede durchhaltende Hilfe muss sofort ein Nachgeben folgen. Warum? Mit dem stehen geblieben Zügel gebe ich dem Pferd ja kurz nur das Signal, ein Hauch zurück. Ich möchte aber, dass er sich weiter bewegt. Das heißt, in der Sekunde, wo ich zurückkomme, muss ich schon wieder vor, damit die Bewegung durch den Körper kam. So ist das, wie gesagt, in jeder Lektion, in jeder Aufgabe, in jeder Trainingseinheit. So ist schon. Vielleicht mal Diagonale zulegen. Gerade machen. Wir haben ja heutzutage in den Eldressuren und auch für Außengalopp halten. In den Eldressuren nach wie vor keine Wechsel, die neuen Aufgabenhefte sind hingekommen. Die Traversalen, das schon wieder rein. Aber der Außengalopp ist geblieben. Und der Außengalopp ist auch so eine Sache. Auf der einen Seite erfordert der Außengalopp schon ein bisschen Versammlung. Auf der anderen Seite fördert er die Versammlung auch. Also im Außengalopp Schrittrhythmus übergehen. Galopp, 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 Schritt, Schritt, Schritt und Galopp. Drei bis vier Tritte. Es ging ab, aber auch zu viel. So ist gut. So ist gut. Und mal eine schwache Linie rein, mit einfachen Galoppwechsel. Er sei der, denkt man, der Vorstehen. Zwei, drei, vier und an Galopp. Da sieht man, wie in solchen vermeintlich einfachen Lektionen so viele der Körper schon drin sind. Das war ein einfacher Galoppwechsel, war noch okay. Aber auch er war nicht ganz so flüssig, wie man sich ihn wünscht. Und deshalb sind diese ganzen Lektionen, auch wie gesagt für jemanden, der jetzt keine Turniere reitet, immer eine tolle Überprüfung. So, vielleicht nochmal ein einfacher Galoppwechsel. Zwei, drei, vier und Angalopp. Der war besser. Jawohl. Und rüber überstreichen bei den Händen. So, Yvonne, darfst du sie auch mal an? Und beide Hände etwas vor, etwas vor, etwas vor. So. Gut. Ja, einmal auf den Mittelzirkel kommen. Gut. Den Zirkel einmal etwas verkleinern, die auch nicht wollen. Auch eine schöne Übung, die wir auch in den Lektionen richtig reingeschrieben. Wo die Lektionen auch erklärt werden, was für gymnastische Effekt, die eigentlich haben. Viele denken immer aus den Aufgabenreiten, wäre etwas, wo ich einfach Lektion nach Lektion runterhalte, deshalb wieder Lektionen üben. Was zur einen Seite ein bisschen stimmt, aber auf der anderen Seite hat jede einzelne Lektion ja auch eine gewisse Aussage, einen gewissen Trainingseffekt. Das Zirkel verkleinern zum Beispiel ist nichts anderes, als dass sich die Stellung und Biegung des Pferdes wird etwas erhöht, weil der Durchmesser kleiner wird. Dadurch muss das innere Hinterbein etwas mehr tragen. Ganz wichtig ist, dass wir das machen, je kleiner der Bogen wird, desto mehr muss das Pferd zurücknehmen. Ich erkläre mal all denen, die weiterhin den Führerschein haben, es käme ja kein Mensch auf die Idee, eine kleine Kurve mit 180 zu fahren. Jeder nimmt Tempo raus, Gas raus, eventuell schaltet er runter, um mehr Energie zu kriegen, um wieder rauszukommen. Genau, das wir hier noch einmal machen. Auf Hinterkopf etwas verringern, beide Hände davor, so, und wieder vergessen. So ist schon. Etwas nachtragen, etwas mehr zur Hand treiben, damit das Pferd sich immer wieder vorne das Gesicht man mit diesem Hauch des Nachgebens machen kann, sodass es immer aussieht, als würde das Pferd sich eigentlich gar nicht großartig verändern, immer in dieser gleichmäßigen Anlehnung reinfedern. So ist gut. Jetzt mal hier auf dem Zirkel mal die Zügel so leicht aus der Hand kommen. Aber hier war wichtig so, dass wir genau sehen, dass das Pferd sich vertrauensvoll an die Hand hat. Das machen Sie jetzt hier sehr schön.
trotz der etwas unruhigen Situation hier sehr schön unter den Zügel wieder aufnehmen. Ganz vorsichtig wieder aufnehmen. Auch hier beim Wiederaufnehmen werden immer viele Fehler gemacht. Manche Reiter dauern viel zu lange, bis sie den Zügel wieder haben. Dann wird das Pferd vorne was unruhig. Oder wir packen das rein, zack, geht der Kopf nach oben. Auch hier gibt es in der Aufgabe so kleine Tricks. Es ist sehr oft, dass sie das Zügel wieder aufnehmen. Eigentlich dann erst am Ende eines Mittelzirkels. Ich sage meinen Schülern immer, nimm die Zügel wieder auf in dem Moment, wenn du den Richter im Rücken hast. Was der Richter nicht sieht, macht und nicht heißt. Und wenn er nicht gerade weiß, was passiert, fällt dann auch gar nicht weiter auf. Und dann vielleicht mal in der Prüfung das Knick ein ganz kleines bisschen wackelt beim Aufnehmen. Das Ziel ist natürlich, dass man ohne Tricks auskommt. Aber ganz ohne Tricks reiten auch die Großen in Prüfungen nicht. Denen kommt natürlich dann die Erfahrung zugute. Die wissen immer ganz genau, wie sich ihr Pferd anfühlt, ob das Pferd jetzt vielleicht ein bisschen nicht verstanden. Und haben dann sofort in der großen Pferdkiste eine kleine Lösung parat. Das ist ganz wichtig. Deshalb ist auch bei dem Aufgabenreiten, ob mit oder ohne Turnierhintergrund, ist wichtig, dass wenn ein Fehler passiert, man versucht, den so elegant wie möglich zu kaschieren. Wir reiten eine Aufgabe oder versuchen eine Aufgabe zu trainieren und dann passiert was und dann sind sie gleich unzufrieden oder korrigieren sie ganz extrem. Ich sage mal, lass es sein. Lernt es. Joãozinho com a carne seca, hein? Uma farinhazinha. Olha, ó. Uma farinhazinha. Um molhinho de pimenta. Mas schon gucken, dass ich die nächste Reihe auf Auge habe und sage, okay, das war kaputt, neu, und die nächste Reihe war doppelt so gut. Dadurch kann ich auch Fehler kaschieren. So, und ich bitte jetzt nochmal meine drei Reiterinnen alle vielleicht nochmal anzutragen. Einmal vielleicht nebeneinander zu gehen. Die Pferde stehen alle in drei unterschiedlichen Stellen. Ich weiß also nicht, ob die jetzt alle ganz entspannt nebeneinander haben. Margit, reitest du bitte auch mal noch rechts neben dir beim Kleinen. Dann gehst du am besten nach außen. Da hast du uma costela, das Pferd mit den längsten Beinen. So. Eu faço ela no papel de alumínio. Eu faço ela no papel de alumínio. Ganz spontan. Entendeu? Tô falando pra senhor, mas ele foi lá no ar. Etwas passar. Etwas passar. Vou fazer. Vou fazer. Nicht näher an die Wand, weil auch da wäre wieder Flucht. Ja, hier, você. Komm doch mal hier. Ich mache mal rein. Wenn die an mir vorbei sind, gerne auch alle mal klatschen, freuen sich die Reiter. Super, wenn Sie sehen, wie entspannt Pferde sind, wenn sie, wie ich finde, es ist bei allen Reihen ganz gut gelungen, korrekt ausgebildet sind, auch Prüfungen nebeneinander. Sehr, sehr schönes Bild. Ich bedanke mich bei meinen drei Reiterinnen. Super gemacht. Wer noch irgendwie Fragen hat, ich bin gleich noch am Kursaussprache in Halle 2. Weiß ich nicht, ich bin immer wieder, ich würde dann anschließen, ich würde dann auch hätte sie ja gerne abgesprochen, aber ich habe mich getraut. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ich komme zu den Umgang, ich habe mein Interesse, wir sehen immer.